So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Palworld in unserer Zucht, Farm und was weiß ich Phase. Eigentlich wollte ich auch unbedingt in dieser Aufnahme noch diesen dritten Turm machen. Ich glaube, ich lasse das einfach. Mir macht das andere momentan viel mehr Spaß. Ich meine, ja, wir könnten hier natürlich viel von der Karte aufdecken. Das hier oben können wir uns sparen. Generell könnte man hier vielleicht mal so ein bisschen machen, ne? Ich meine, hier ist viel Wasser, aber diese Insel ist noch da. Vorher würde ich eigentlich allerdings gern hier und hier. Wir könnten hier die Schnellreise machen, den Boss schnell legen und dann das Loch mal. Dann machen wir als nächstes das Loch. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich glaube, das machen wir mal. Wir müssen ja zwischendurch auch ein paar Bosse machen, ne? Ist ja auch wichtig. Ach, hier sind wir. Mein Lieblingsgebiet. Moin, hallo. Ich meine inzwischen. Ach nee, eigentlich wollte man Perlöl sammeln. Hier können wir Perlsaft farmen. Und zwar auch nicht schlecht. Wir machen trotzdem erst den Boss. Dann machen wir das Stückchen Karte und dann schauen wir, dass wir Perlöl bekommen. Inzwischen würde ich fast Perlöl lieber mit Marmorrest machen. Weil da kriegen wir 5. Die lassen sich auch ganz gut legen. Also ich glaube, Feuer ist besser, oder? Ja, der macht gut Schaden. Down kriegen wir den locker. Wir müssen bloß schauen, dass wir den nicht direkt killen, weil ich den empfangen möchte. Wäre ein komplett neuer Eintrag. So, dich packen wir jetzt da mal weg. Reicht ja mal. So, jetzt vielleicht eher mit der Pistole. Oder bleibt einfach direkt drin. Ist natürlich auch angenehm. Und dann kriegen wir auch antike Bauteile, die brauchen wir schließlich auch. Haben wir hier inzwischen 5? Ja, geil. Dann schalten wir das Ding einfach frei. Ob wir es brauchen oder nicht. So. Marmores haben wir zum Beispiel auch noch im Startgebiet ein paar. Ich rede jetzt nicht unbedingt von dem Boss Marmores, das muss wirklich nicht sein. Geradeaus. Aber da waren ja auch immer so ein oder zwei ganz normale Marmores. Die könnten wir uns gönnen. So eher darüber. Und wir müssen mal gucken, weil hier in der Gegend gab es, meine ich, auch Elizabeth. Und da fehlen uns ja noch ein paar. Ich meine 9. So eher darüber. Hier sind halt alle auf Kampf aus. Wie gesagt, zum Pelzhaft-Farmen ist das hier richtig geil. Aber Zement brauche ich gerade nicht. Andererseits, wir könnten mal wieder Zement machen für neue Pelzfernen. Aber 130 bzw. 138 sollten zumindest für den Anfang jetzt erstmal ausreichen. So, kurzer Schlenker darüber. Damit das kleine schwarze Loch da wegkommt. Haben wir. Da vorne ist eine Lilfmang-Statuette, die ich übrigens schon wieder nicht eingesetzt habe. Ich vergesse das ständig.
Das war dann eher so ein bisschen da. Auch schön, dass hier wieder Schwefel ist. Sogar zwei Vorkommen. Eigentlich sollte ich es abbauen. Es würde sich ja tatsächlich lohnen. So, nochmal eine Liffmang-Statue, die nehmen wir auch mit. Dankeschön. Dann erholen wir uns hier in der Nische ganz kurz. Hat hier ist ein Elisabeth als Boss? Nehmen wir mit. Wollte ich ja so oder so fangen. Und als Boss ist mir das ja fast noch lieber. Müsste eigentlich genau hier sein. So, Elisabeth, wo bist du? Sag mir bitte nicht, dass sie schon wieder in irgendeiner Höhle rumlungert. Oh Mann, die hängt definitiv in irgendeiner Höhle. Ich hasse dieses Höhlensuchen halt, ne? Bis man das findet. Gerade wenn du in so einem bergigen Gebiet bist, da kann der Eingang halt wirklich überall sein. Und ich soll jetzt wissen, wo. Ich wollte doch einfach nur eine Biene töten. Oder fangen. Je nachdem. So, hier in der Nische hätte sich das zum Beispiel auch gut angeboten, aber da ist er nicht. Dafür haben wir hier noch eine Liffmank. Ja, wir waren halt in diesem Gebiet noch gar nicht. So, hier können wir mal nebenbei alles nachladen. Dann sind wir zumindest einsatzbereit. Wo zum Teufel ist das? Überall Robin Quill, die brauchen wir aber gar nicht. So, die Statuette hole ich mir mal ganz kurz. Um euch kümmere ich mich gar nicht mehr. Die sind mir halt einfach vollkommen egal geworden. Wo soll denn hier ein Eingang sein? Man sieht halt gar nichts. Wie soll ich denn so Bosse legen, wenn man die gar nicht findet? Unfair. Da haben wir Toko Toko. Wir sind jetzt wirklich sehr, sehr großzügig außenrum. Vor allem viel zu weit weg. Da ist die halt definitiv nicht. Was hier dafür ist, ist ein Schnellreisepunkt. Kommt ja nicht mehr so häufig vor, dass wir da neue finden. So, mitgenommen. Das macht doch gar keinen Sinn, dass das Mistviech in der Höhle ist. Das ist ein Insekt, das braucht frische Luft.
Auf jeden Fall sind wir schon viel zu weit weg. Ich meine, hier könnte das irgendwie, ne? Das ist safe ein Dungeon und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Dungeon zu ist. Oder zumindest aussieht, als wäre es zu. So, und hier sind wir genau drüber. Also irgendwo hier sollte die gute Elizabeth sein. Sowas ist halt mal wieder richtig frustrierend, wenn du da ewig lang suchen musst. Besonders weil man Höhleneingänge teilweise wirklich ganz schlecht findet. Das ist alles äußerst gut getarnt. Und die Eingänge sind ja dann doch auch meistens eher weiter weg. Hallo? Einfach so Dungeon wird es nicht sein. Weil da hast du Dungeon-Bosse und nicht sowas. Oh, eine Truhe. Angenehm. Wieder eine Armbrust. Mann, ich brauche doch keine Armbrust mehr. Ich benutze die ja sowieso nicht. Könnte denn hier der Eingang sein? Von hier waren wir gekommen. Das ist safe auch ein Dungeon. Och Mann, ich wollte jetzt Elizabeth fangen. Die muss doch hier irgendwo sein. Hier an der Küste ist natürlich auch kein Eingang. Und eigentlich sollte die einfach auf dem Weg sein. Ich meine nicht, dass die Pellfreunde die jetzt einfach gekillt haben und wieder warten müssen. Kann sowas eigentlich passieren? Weil das sieht schon eher aus, als wäre ich hier wirklich genau auf dem Weg. Oder zumindest am Weg. Also folge ich diesem Weg mal. Frustriert, wie ich bin. Ja. Und im Endeffekt ungefähr hier sollte sie sein. Auf der Seite. Ich würde mir noch eingehen lassen, dass sie hier unten ist. Aber ich sehe hier weder einen Höhleneingang noch sonst irgendwas. Das ist alles ganz komisch. Da hinten haben wir nochmal eine Statuette. Auch cool, die habe ich nämlich erfolgreich übersehen. Ist aber auch gut versteckt. Hier mal wieder zwei Trottel, die nicht wissen, wann gut ist. Aber als ob die in der Höhle ist. Bitte. Das ist eine Biene.
Und wenn, dann müsste man doch so eine Höhle auch irgendwo sehen. Das wirkt gerade mehr so, als hätte Elisabeth gerade ein bisschen Urlaub. Och Mann. Aber immerhin haben wir hier keine Lücke mehr, ne? Das Ding ist komplett aufgedeckt. Hier schaut es halt aus, als würdest du irgendwie reingehen. Das wäre prädestiniert. Ich gehe jetzt noch einmal gucken, dann ist wirklich Schluss. Ich will nicht mehr. Da müsste einfach hier der Eingang sein. Ist er aber nicht. So, hat sich auch nicht besonders gelohnt. Ich nehme ein bisschen Schwefel mit. Dann gehen wir wenigstens nicht ganz mit leeren Händen. Auch wenn wir absolut kein Schießpulver aktuell brauchen. Wir haben ja auch noch mehr als genug Munition. So, Schnellreisepunkt ist irgendwo in der Richtung. Ja, Gail Klaus ist auch in Ordnung. Wie kann man so nervig sein? Warte mal. Das könnte tatsächlich weit genug reingehen. Aber dann kotze ich jetzt im Strahl, wenn es das ist. In den Minen der Gläubigen ein Insektenproblem sehe ich nicht. Jupp, das ist es. Siehst du, man muss immer erst damit drohen, dass man aufgibt und dann klappt es halt doch. Ist Elisabeth alleine? Nein. Es ist mindestens eine Brigade. Es sind zwei. Es sind mehr als zwei, es sind drei. So, Brigade brauche ich aber gar nicht. Ich will bloß Elisabeth. Und die nach Möglichkeit auch gefangen. Sollte aber machbar sein. So, bleib da, wenn es geht, einfach drin. Das wollte ich gar nicht. Hallo, ich habe gesagt, du sollst da drin bleiben. Was ist mit dir? Das Problem ist, die können wir nicht züchten, weil sie wieder ein Boss ist, ne? Bosse züchten ist nicht. Was aber ist, wir hatten doch hier irgendwas noch mit einem Punkt. Ja, komm. So, wir brauchen jetzt insgesamt 5, 9,
14, 17. Noch 17 Punkte. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, das mit den 17 könnte schwierig werden. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber. Wobei, bei den Türmen kriegen wir, glaube ich, auch Punkte, ne? Und da haben wir noch drei. Und ich meine, da haben wir auch mehr als einen Punkt bekommen. Dann ist das ja nicht so schlimm. So, dann würde ich jetzt trotzdem ein bisschen nach Marmorest farmen. Erstens, dass wir den Eintrag vollkriegen. Zweitens für Perlöl. Und des Weiteren würde ich auch wirklich gerne ein paar Lilfmang-Statuetten abgeben. Und wenn wir Perlöl in der Wüste farmen, könnten wir rein theoretisch dort auch die letzten Zwie fangen. Die wir noch gar nicht voll haben, erstaunlicherweise. Aber Hauptsache, wir haben Zwie paar voll. So, hier können wir auch nach den Eiern schauen. Mahlzeit, hallo. Ihr seid nämlich fertig. Bis auf eins, wie ich das sehe. Dann können wir gleich mal schauen, was wir als nächstes züchten. Ich würde euch ja ganz gerne raustun. Ich glaube, wenn ich ihm noch Marmorest reingebe, könnten wir das Christ-Marmorest reinballern. Denke ich. Steht aber gerade auch noch nicht wirklich auf der Liste. Ich überlege gerade Killamari, ne? Ich weiß nicht, wo wir die überhaupt herkriegen. Aber wir könnten die selber züchten. Und das gar nicht mal so schwierig. Mau ist weiblich, das heißt, ich bräuchte ein männliches Gopfin, sobald die fertig sind. Eins, zwei, drei, vier. Einmal kurz gucken. Sind das noch genau die vier, die fehlen? Ja. Okay, das heißt, Pengolett raus, dafür ein männliches Gopfin rein. Sollte ja machbar sein. Oh, leck mich doch. Ernsthaft? Haben wir ein Lunaris? Das würde alternativ auch noch gehen. Ja, ist aber auch weiblich. Vor allem ist es ein Boss, würde ich nicht gehen. Gut, dann machen wir es ganz anders. Ich hole einfach ein männliches Mau. Problem gelöst. So. Und von denen brauchen wir, meine ich, 9 Stück, ne? Das ist schon ein Wort. So, ihr bekommt 9 Torten.
Es knistert nur so zwischen den Beinen. Ach, ist das schön. Würdest du aufhören, den Weizen reinzupacken? Bist du doof? Er versucht es immer wieder, ne? Essen ist noch genug da. Lohnt es sich denn hier schon wieder Mehl anzuschmeißen? Ja, auf jeden Fall. Ich schau mal, wie viele Eier wir haben. Vielleicht, aber nur vielleicht, sollte ich mal umstrukturieren und erstmal nur auf Eier gehen. Weil das Maul kann hier eigentlich zum Beispiel raus. Wir brauchen eigentlich aktuell kein Geld. Wir brauchen auch die Pfeile nicht. Wir brauchen auch die Pelzfern nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wirklich nur auf Chickipie. Raus, raus, raus. Wo ist meine Chickipie? Habe ich nur das eine? Verarsch mich nicht. Okay, wir haben zwei. Wow. Wenn ich jetzt wüsste, ob das alles reicht. Mal ganz kurz gucken, die anderen Zutaten. Wie sind wir denn da aufgestellt? Wir haben auf jeden Fall erstmal genug Mehl und rote Beeren, das ist kein Problem. Honig haben wir auch genug, wir bräuchten aber demnächst auch wieder Milch. Das heißt, wir hauen vielleicht auch noch eine Kuh mit rein oder zwei. Eins, zwei. Die werden es schon machen. Und dann. Wo ist denn das Schlaggebiet? Wo haben wir angefangen? Hier so, ne? Da waren nämlich auch immer noch ein paar Marmores unterwegs. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen Perlöl farmen kann. Können wir den mitnehmen, ne? Scheiß drauf. Ich versuch's. Dann können wir den auch fangen für den Peldex-Eintrag. Komm schon. Lass mich meine Ruhe. Du störst. Ja. So mehr reinschießen kann ich nicht, ne? Das ist jetzt vorbei. Ja. Komm schon, ich brauche Pellöl. Und zwar viel. Und die Wahrscheinlichkeit steigt ja jetzt deshalb trotzdem nicht mehr. Vielleicht kriegen wir den auf 4%. Wow. Ich lasse dich nicht mehr zum Zug kommen. Du hast keine Chance. Ich werde dich auf jeden Fall mitnehmen. Ob es hier passt oder nicht.
Na, siehst du. Da kriegen wir auch gleich 8 hochwertiges Perlöl. Lass mich in Ruhe, ich tue euch auch nichts. So, hier kriegen wir nochmal eine Statuette. Und ein paar Attacken. Hier waren doch noch mehr Marmores eigentlich. Oh, Nox. Schön. Zum Glück habe ich überhaupt nicht lange nach denen gesucht oder so. Und habe Torten verschwendet jetzt. Das macht mich auch fast überhaupt nicht wütend. Dummer Pisser. Da, 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 da. Hallo Truhe. Schön dich zu sehen. Schwache Medizin braucht kein Mensch. Eigentlich wollte ich auch bloß zu dem Schnellreisepunkt. Reichen wird's nicht. Aber wir können mal schnell gucken. Ich glaube, den Rest müssten wir dann wirklich... in der Wüste holen. So, das gehört hier rein. Hier haben wir noch ein bisschen Schwefel. Noch mehr Blaupausen. Ich weiß inzwischen fast gar nicht mehr, wohin damit. Medizin. Das gehört eigentlich alles rüber, das können wir essen. Warum habe ich das Mehl mitgenommen? Achso, ich wollte eigentlich Eier holen. So, das sind jetzt, glaube ich, nochmal 4 Polymer. Und wie viel brauchte ich? Ich habe mir das nicht gemerkt, weil ich vergesslich und doof bin. Dann haben wir 11, also brauchen wir noch 9. 18 Perlöl noch. Das könnte sportlich werden. Hallo? Liegt doch mal nicht so rum. 18 Perlöl, aber wie gesagt, wir holen in der Wüste, das geht ja trotzdem relativ schnell. Da können wir dann auch gleich das fehlende Swee fangen. 1 oder 2 sind es, glaube ich. Dann müsste das ja alles hinhauen. Dann schlagen wir praktisch 2 Fliegen mit einer Klappe. Sehr, sehr ausgefuchst. So, das kann ich jetzt auch wegstreichen. Ja, 9 Stück brauchen wir davon. Mein Gott, das dauert. Ich würde gerne in der Zwischenzeit, weil ich muss jetzt zwischen den Folgen sowieso kurz ein Päuschen machen, was total doof ist, weil nur noch eine Folge offen ist. Aber in der Zeit würde ich die gerne ein bisschen was arbeiten lassen. So, das können wir hier lassen. Ich hätte gerne eine Milch hier drin. Oder ich wüsste zumindest gern, wo der die Milch hinbringt. Hier. Dann können wir da nämlich
Zumindest noch mal ein paar Torten anschmeißen. Ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, klar, aber besser als nichts. Und langfristig, wie gesagt, muss ich noch ein zweiter Ofen hin. Gut. Dann sehen wir uns praktisch morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen. Falls noch nicht geschehen, dann natürlich auch euer Abonnement. Kostet euch gar nichts, hilft mir aber sehr, sehr viel. Und ja, ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, jetzt noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut und ciao, ciao.